Und damit willkommen im passenden Lichtdesign zu dem Story-Modus von Black Ops 2. Story fortsetzen. Ich habe eigentlich noch gar nicht angefangen. Menschliche Bioaugmentierung ist in der entwickelten Welt mittlerweile gang und gäbe. Das schiere Ausmaß der Katastrophe hat die Behörden überfordert. Superstürme setzen der Region zu und erschweren die Hilfsbemühungen. Es sind unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Die extremen Bedingungen führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie-Antidrohnensysteme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten aneinander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor 2 Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren. Ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist, wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkungen. Tower, den ganzen Verkehr von Landebahn 19 umleiten. Verstanden. Leite zu Landebahn 11 um. Frachter 4019, wir haben einen Treibstoffbrand auf Landebahn 19. Kursänderung für Landung auf Landebahn 11. Bestätigen. Hey, wieso ist hier zu? Bestätigt. Anflug Landebahn 11. Okay, jetzt du. Okay, Hacker-Modul platziert. Probiere die Der-Zielerfassung. Öffne die Tür. Na super. Der manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert. Tower, wir werden anvisiert. Wir sind Verbündete des NRC. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen! Feuere! Der greift Ziel an. Feuer! Oh, Scheiße! Runter! Erledigen wir das! Taylor, Ablenkung läuft. Vogel am Boden. Bestätigt. Wachen rücken aus, um auf den Absturz zu reagieren. Weiter zum Paket. Schnappt ihn euch, bevor er auspackt. Oder Schlimmeres. Okay. Sehen uns beim Treffpunkt. Verstanden. Während Sie den Absturz klären, sollten wir in diesen Uniformen vorbei können. Solange wir mit niemandem reden müssen. Dann halt einfach die Klappe. Die Sicherheitsstation liegt auf dem Weg, in den Tunneln. Dort können wir den genauen Standort des Ministers bestimmen. Köpfe und Waffen runter. Bleib cool, bis wir ihn haben. Ich folge dir.
Taylor, sind an der Sicherheitsstation. Werden Sie kontrollieren. Verstanden, Hendrix. Los, tun wir's. Bereit, wenn du es bist. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Auf dem Bildschirm zocken, ne? So, yo, let's Taylor, playing. Scanne nach Paket. Warte auf die Gesichtserkennung. Weitere Geiseln. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch. Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Taylor, wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Verstanden. Überprüf den Nächsten. Lassen wir sie zurück, damit sie gefoltert werden? Wir haben unsere Befehle. Kein Treffer. Das ist er. Der Minister. Er wird verlegt. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Bingo. Volltreffer. Sind unterwegs. Ankunft? 2 Minuten. 2 Minuten. Ich stoppe dich. Der Mistkerl war nie witzig. Du klingst wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Glaub mir, die bin ich. Habe ich aber immer daneben gezielt, ne? Weil ich schlecht. Frau, geht's zurück hinter den Herd? Haut mal hier, Ficky Ficky, guck mal, oh ja. Ficky. Ausweichen und so. Schütze, oben! Köpfe runter! Ja, lauf in mein Scope. Wir haben sie gefunden, die euch drüben. Ja, das war ein Fett. Einen von uns hat's erwischt! Boom, gemacht! Zellenblock voraus, mir nach! Okay. Das sind die Hula von die Skiller von Natur. Ne, die Hula von den Test ist ja. Ich gehe vor, du brichst da ein. Okay. Los, komm. Die Extraktion wartet nicht. Ich warte auf dich. Sie greifen uns an. Wir taten nur, was wir tun mussten. Ich kann nicht. Verhörer mit dem Rücken zur Tür. 2 Wachen drin. Nicht aufmerksam. Auf mein Zeichen. 3, 2, los! Wir holen Sie hier raus. Tun Sie, was ich sage, dann schaffen Sie es. Was ist mit Khalil und den anderen? Sorry, keine Zeit. Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands. Sie wissen, wie wertvoll er für Ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Fuck! Okay, gehen wir.
Das ist er. Öffne die Tür. Gebe Deckung. Natürlich darf ich das wieder machen. Damit ich voll integriert bin. Ich schneide den armen Kerl ab. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr rausholen. Minister! Khalil! Hendrix! Minister. Können Sie kämpfen, Khalil? Immer. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren sie auf die Biometrie. Klingt, als wären sie uns auf den Fersen. Los! Taylor, Paket Plus 1, gesichert und unterwegs. Plus 1, dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Macht euch bereit. Ach, guck mal, hier integrieren. Ich hab getötet, wieder getötet. Wo Granate? Achtung, Achtung, es sind Granaten im Umlauf. Ich hab getötet, nicht getötet, ich hab getötet. Achtung. Oh, das geht tief. Entschuldigung. Ein Date? Nee, sorry, ich bin überfüllt. Möchtest du kuscheln? Ich will kuscheln. Boah, voll in den Arsch geschossen. Köpfchen raus. Nee, Köpfchen rinnen, Schwänzchen. Das ist unser Ausgang. Frachtaufzug voraus. Easy to win. Solltest du denn ausrichten? Ach guck mal, besser konnte man den doch nicht positionieren, ne? Oh oh. Wer kann denn die jetzt noch? Rein in den Aufzug! Er bringt uns hoch zum Hangar! Oh. Das sind diese etwas noch intelligent. Also, bisher nimmt mich das hier nicht mit. Könnte auch daran liegen, dass das ist unser Ausgang. Frachtaufzug voraus. Ist. Aber bisher komme ich mir ehrlich gesagt ein bisschen verarscht. Ey. Das hier kommt mir vor wie so ein schlechter Witz. Treffer. Tod. Was jetzt? Leben rein in den Aufzug. Er bringt uns hoch zum Hangar. Die läuft und läuft und läuft. Oder um das Hocken. Er läuft nicht mehr. Achtung, Achtung. Schalte das NRC aus, damit wir nach oben können. Ihr wart böse, ihr wart böse. Und bleibt, Achtung, Achtung. Guck mal, wie geil der da jetzt stehen bleibt. Die stehen da. Er bleibt eiskalt stehen. Der Kerl hat Eier. Eiskalt bleibt er da stehen, ohne sich zu bewegen. Also ich bin bereit. Doch. Na los, zum Aufzug. Er ist eiskalt stehen geblieben. Wie geil ist denn der Typ drauf? Eiskalt bleibt. Waffen fallen lassen! Runter damit! Sofort! Dann wären wir tot. Glaubt mir, wir sind tot, wenn nicht. Fallen lassen. Vorwärts. Schön wär's. Deine imaginäre Uhr geht vor. Schön, dich zu sehen, Jacob. Gleichfalls, John. Du hast dich verändert. Wie geht's, Rachel? Das ist vorbei. Schade. Hm.
Frisches Blut? Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Das ist nicht witzig. Bereit zur Extraktion? Sprengsätze klar. Okay, wir können los. Bereit in 10. Diaz, du spielst den Babysitter. Los geht's. Folgt mir. Oh, da liegt was, da liegt was. Ich will auch was. Die laufen mir förmlich vor sich. Wo sind meine Kameraden? Oh, einfach stehen gelassen. Wir haben noch mehr. Schaffi. Oh. Jetzt zwischen die Beine geschossen. Rückzug! Rückzug! Neu formieren! Granate kommt! Werfe Splittergranate! Easy. Jetzt hat wieder diese geile Haltung. Ab zur Extraktion, ich kümmere mich um die. Wir werden den Sieg schaffen. Unsere Waffen sind nutzlos gegen den Transporter. Wir müssen dieses Vitol abschießen. Zieht auf die Raketen. Position. Verstanden. Hendrix, triff dich mit Hall auf der anderen Seite des Hangars. Werfer aus dem Rücken heraus. Okay. Läuft bei den Herren. Versuch mitzuhalten. Hm. Warum auch? Nettes Szenario. Wieso bleibt ein Eispad stehen? Und so, ich hätte da vor. Der Kampfwagen gehört mir. Gib mir Deckung. Der gehört zu. Geh zur Brücke. Ich lenke sie ab. Die übernimmt euch ab hier. Schneller, sie holen uns in 5 ab. Zu mir, zu mir. Extraktion direkt hinter der Brücke da. Sie sind uns immer noch auf den Fersen. Wir haben Sprengsätze in der Basis platziert, um unsere Extraktion zu tarnen. Wir zünden sie hinter uns. Niemand folgt uns. Du kommst mir nicht zu. Wagen versperren uns den Weg zur Extraktion. Warum hat sie sich jetzt gekriegt? Das war knapp. Die Brücke ist vor euch. Los! Mein Bus. Bleib hier. Einfach mal. Ist zu Ende, jemand hierher?
Verstärkung! Auf der Brücke! Was ist der Plan? Plan B! Brücke sprengen! Geht zur sekundären Extraktion! Taylor, Primärextraktion ist gefährdet. Weiter zur sekundären. Verstanden. Treffen bei Hotel Tango. Wir benutzen die Transporter. Bei Hotel Tango? Verstanden. Greife auf die Elektrik des Gebäudes zu. Oh, ein roter Knopf. Meistens darf man den nicht drücken. Achtung! Okay, viele Feinde im Kommunikationsraum. Zur sekundären Extraktion vorrücken. Schnell! Licht aus. Was? Sollen wir jetzt im Dunkeln kämpfen? Sowas ähnliches. Sende die Taktikdaten an den Hut. Denk dran, sie haben keine Nachtsicht. Langsam vorgehen, das eliminieren. Ach, was langsam. Oh. Ich hab fast alleine gemacht. Ja, aber die Gegenzeit bin ich völlig gestorben. Was jetzt? Das Vitor setzt uns fest! Ruhig, nicht schießen, er gehört mir! Nicht auf Avenger! Taylor, Alpha 2 Team ist für die Extraktion zurück! Es ist jetzt einfacher, was, Taylor? Extraktion beim Satellitenturm. Wir schnappen uns ein Fahrzeug und bringen euch zur Extraktion. Hast du nicht geantwortet? Einer erledigt! Los! Die sekundäre Route ist da vorn! Die hat auf mich geschossen, die böse Tante. Die ich aber nicht mehr nett. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Habt ihr das gehört? Das bildest du dir ein, Maretti. Dein zuckender Finger steckt deine Ohren an. Hey, leck mich! Schnauze, ich höre es auch. Hör zu. Heilige Scheiße! Kontakt! Kontakt! NRC-Sturmroboter nähern sich. Ziemlich viele sogar. Wir müssen die Tür öffnen, jetzt! Weiter, los, los! Schnell zur Extraktion! Wir kümmern uns um die Roboter! Darf ich auch mitfahren? Ich will auch mitfahren. Ich will auch mitfahren. Ich will auch Taylor, mitfahren. Wir sind sicher und können jetzt übernehmen. Du könntest die anderen, die Geiseln, befreien. Sie haben keine Priorität. Vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt! Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz. Bereit machen! Ein Haufen KRs nähert sich unserer Position!
Transport! Extraktionskapsel 1 unterwegs. Durchhalten da unten. Kapsel ausgeklinkt. Extraktionsluftraum nicht sicher. Drohne macht einen zweiten Überflug. Energieverstärkung kommt von links! Minister, sind Sie okay? Sie laufen! Bin okay! Bin okay! Bitte, bringen Sie mich hier raus! Wir müssen weg! Was finden wir von hier? Halte Sie zurück! Wir bringen den Minister in Position! Sind schon wieder. Halt nur durch. Halt durch. So, das war die erste, ich würde mal sagen, so richtig verrückte Folge von Black Ops 3. Ich beende ab diesem Moment an. Wo bin ich? Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Tja, das war das erste Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt oder euch meine Verrücktheit gefallen hat, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Noch da? Ciao.